Warte mal kurz. Hör mal einen Moment zu. Haut ganz schön in die Klampe, was? Ja, lächerlich. Kaum zu ertragen, der Amateur. Die Akkorde sind völlig daneben. Das höre sogar ich. Nun fahr mal runter, Chumba. Sei nicht so kritisch. Das ist gar nicht mal so schlecht. Der Junge trägt einen tiefen Schmerz in sich. Etwas, das er nicht loslässt. Und das hört man. Könnte ein bisschen mehr Charisma haben und die Akkorde besser treffen, aber so alles in allem gar nicht mal so übel. Aus deinem Mund klingt das fast wie ein Lob. Hast du auch so angefangen? Straßenmusiker mit großen Ambitionen. Sehr witzig. Ich habe nicht von Ruhm geträumt. Hatte alle Hände voll zu tun, damit die Welt wach zu rütteln. Kommt mir bekannt vor. Sagen das nicht alle gescheiterten Künstler. Weißt du was, du hast recht. Ich bin gescheitert. Die Konzerne ficken diese Stadt genau wie vor 50 Jahren. Aber glaub bloß nicht, dass ich tief in meinem Inneren das nächste Teenie-Idol sein möchte. Ich gebe einen Scheiß auf kommerziellen Kram. Schon gut, du Künstlerprinzesschen. Immerhin hattest du ein paar Gigs. Hab die Erinnerungen gesehen. Ja, wir haben überall gejammt. In Parks, Fabrikhallen, Underground-Clubs. Und damals haben die coolen Leute uns gefeiert. Einige haben es aufgenommen und geteilt. Oh, du meinst, man kann nach irgendwo alte Samurai-Bootlegs finden? Ich finde die Tapes. Ich feier dich und kreische wie ein kleines Groupie. Wie wäre das, hm? Versuch's ruhig, wie? Jetzt mal Spaß beiseite. Glaubst du, dass es nach all den Jahren solche Aufnahmen noch gibt? Das Rainbow Cadenza ist nicht weit von hier. Haben wir früher ein paar Mal gespielt. Geiler Schuppen für Leute, die echt was von Musik verstehen. Vielleicht wissen die ja was. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Kann ich mich mal umsehen? Wenn du am Ende auch was kaufst, klar. Kann ich mich mal umsehen? Wenn du am Ende auch was kaufst, klar. Johnny, ich glaube, dein geiler Schuppen ist heute eine schmierige Fressbude. Hirnloser Kapitalismus, wie er leibt und lebt. Man kann nicht immer gewinnen.
Deshalb sollte man gefallene Krieger ruhen lassen. Andernfalls müssen sie mit ansehen, wie alles, wofür sie gekämpft haben, vor die Hunde geht. Sag mal, weißt du was über Bootlegs von damals, aus dem Rainbow Cadenza? Zum Beispiel von Samurai? Samurai. Ha, dieser rote Fratze? Ja, die alten Knacker kenne sogar ich. Manchmal kommt ich hier rein, ziemlich alter Kerl, in Samurai Schacht rein und spielt stundenlang mit den anderen verrückten Fans. Du weißt nicht zufällig, wo ich ihn finden kann? Doch, in den 20er, wo er hängen geblieben ist. Manchmal sehe ich ihn aber nebenan auf dem Markt. Weit, weit hinter dir, durch eine Reise in die unendlichen Weiten des Weltraums. Schicke das Wort Space. Weißt das, er kauft da manchmal ein. Das heißt, du könntest bei ihm was kaufen, wenn du den wolltest. Er lädt mit alten, staubigen Tapes von alten, staubigen Indie-Bands, die keine Sau mehr kennt. Geil, danke für die Info. Willst du den Alltagsstress vergessen und auf ins Paradies? Warte keine Mikrosekunde länger. Sende Space an die 7299. Jetzt hey. Sofort. Das Crystal Palace. Tosendes Leben in der Stille des Weltraums. Hab gehört, du verkaufst noch richtige Musik. Was ist für dich denn richtig? Ich hab die Cartesian Dualists, Eurodyne-Scram, Tainted Overlord. Was von Samurai? Soll das ein Scherz sein? Never Fade Away, Dancing with My Ex, Chipping In. Ich hab sie alle. Silverhand war der Messias des Rock'n'Roll. Ich würde die Alben umsonst auf der Straße verteilen. Aber ich muss ja wohl was nehmen. Ich brauche was Richtiges. Also, zum Beispiel Bootlegs von den ersten Samurai-Gigs. Von den ersten Gigs? Du hast ja keine Ahnung, was du da sagst. Und dann noch so gelassen. Keine Ahnung, wie du von den Bootlegs gehört hast, aber vergiss es. Die würde ich nie so einem Nachwuchsfan in die Hand drücken. Weiß so ein Nachwuchsfan auch, was man den neuen Arasaka-Rekruten erzählt? Man sagt ihnen, dass, wenn sie eine Frist nicht einhalten, der Geist eines in zwei Teile getrennten Mannes sie holt. Natürlich weiß keiner, dass das Johnny ist. Okay, okay. Ich bin beeindruckt, so eine Info direkt von Saka zu haben. Du machst keine Witze. Du bist wirklich ein Fan von Silver. Hey, ich hatte Chippin' In schon drauf, da haben die anderen Kinder noch am Chrom genuckelt. Ha, schön gesagt, Kleiner. Ich glaub, du bist gar nicht mal so verkehrt. Schätze, man muss dem Nachwuchs eine Chance geben. Vielleicht findest du ja was hier unterm Tisch. Siehst dir an. Ich danke dir. Nimm das Teil und verbreite Silverhands Worte. Tod, Gott sei Dank. Man sagt, das Leben sei der beste Lehrer. Hab ich auch mal geglaubt. Sieh ihn dir an. Mindestens 60, aber lebt immer noch in 2020. Wer ist dein größter Fan? Freut dich das nicht? Ich hab den Saka Tower gesprengt, aber er steht immer noch. Was hat's also gebracht? Die Leute müssen endlich anfangen, nach vorne zu blicken. In die Zukunft. Sonst wird sich nie was ändern. Sechzig Jahre.
Irgendwas muss sich verändert haben. Weißt du, was sich verändert hat? Die scheiß Fassade. Ein neues Interface hier, ein neuer Sinto-süßer Scopshake da, ein neues Gesicht bei Arasaka, aber alles der gleiche alte Mist. Es gibt Veränderungen, auch wenn man sie nicht sofort sehen kann. Was passiert? Vielleicht, aber wer erinnert sich noch daran, dass ein Mensch mehr ist als ein Fleischsack voller Implantate? Schön, dass Sie sich zeigen. Wie kürzlich beschlossen wurde, er.